Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute habe ich den Buchautor, Journalist und Medienkritiker bei mir, Markus Klöckner. Das jüngste Werk als Co-Autor möge die gesamte Bundesrepublik mit dem Finger auf Sie zeigen. Das Corona-Unrecht und seine Täter, ein Spiegel-Bestseller. Herr Klöckner, danke, dass Sie bei mir sind. Wir wollen über Ihr Buch reden und im Endeffekt über das Thema Aufarbeitung, Rehabilitierung und ja, im Endeffekt auch eine Entschuldigung. Was die letzten 3 Jahre so hier abgelaufen ist, ja, ist schwierig zu beschreiben, weil es so viele Facetten hat, was Sie auch in Ihrem Buch sehr gut beschreiben. Aufarbeitung, ja, kommen wir mal zu diesem Thema. Wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die das fordern. Ich habe ja mal recherchiert und habe gemerkt, oh wow, es gibt ja auch Leute aus der Politik, die das fordern. Ja, CDU, FDP, hier zum Beispiel Carsten Linnemann, der meinte, wir waren Tiefseebohrer, wir sind nicht in die Breite gegangen, Zitat. Dann meinte Konstantin Kuhle von der FDP, es ist zu Exzessen gekommen. Sogar Lauterbach, Karl Lauterbach hat auch das Wort Exzesse benutzt. Und dann hat Hendrik Streeck auch gemeint, es geht nicht darum zu sagen, der lag richtig oder der lag falsch. Vielleicht erstmal zu verstehen, was Aufarbeitung bedeutet, weil ich habe so die Idee, dass das für jeden etwas anderes bedeutet. Was genau bedeutet Aufarbeitung für Sie? Ja, wir müssen unterscheiden, wenn es um Aufarbeitung geht, zwei Ebenen. Das ist einmal die gesellschaftliche Ebene, das ist ein Thema für sich, und dann die politische Aufarbeitung. Und bei der politischen Aufarbeitung muss man sagen, es wird allerhöchste Zeit, dass wir in die Gänge kommen und wirklich rangehen an die Aufarbeitung. Und die muss auch entsprechend der Taten, entsprechend dem, was Politik sich geleistet hat, ablaufen. Also es ist nicht damit getan, dass irgendeiner Stelle eine halbseitige Entschuldigung ausgesprochen wird. Ich meine, wir müssen uns vor Augen halten, was hier passiert ist. Menschen wurden ausgegrenzt, drangsaliert, gedemütigt in ihrem Sein, im Grunde genommen als Menschen und Staatsbürger abgewertet. Da ist es nicht mit einer Entschuldigung getan. Man kann hier noch nicht mal von einem, ja, wenn wir sagen, ein Versagen der Politik, der Ausdruck ist im Grunde genommen noch viel zu gut, viel zu brav für das, was hier passiert ist. Und dementsprechend muss eine Aufarbeitung auch aussehen. Wir müssen ansetzen mit Untersuchungsausschüssen, plural. Das heißt, wir brauchen mehrere Untersuchungsausschüsse. Da geht aber das Problem, das grundlegende Problem schon los. Wer soll in diesen Untersuchungsausschüssen sitzen? Wer soll die Aufklärungsarbeit machen? Wenn wir eine parlamentarische Untersuchung einleiten würden, dann wäre es im Grunde genommen so, dass die Täter ihre eigenen Taten aufklären sollen. Das führt das Prinzip der Aufklärung geradezu ad absurdum. Wenn wir uns anschauen, wer in der Pandemie alles hinter dieser Politik gestanden hat, also aus dem Parlament, und dann wird es sehr eng, wer da noch in Frage kommt, Aufklärung zu machen von politischer Seite. Und wenn wir die rausnehmen würden oder in den Untersuchungsausschuss sitzen würden, die einigermaßen noch sozusagen vertrauenswürdig sind, aber das würde auch nicht reichen. Wir bräuchten auch, ich sage mal, die Kritiker, also auch die härtesten Kritiker müssten in diesen Untersuchungsausschüssen sitzen, denn sonst sehe ich da schwarz. Und also das wäre ein Ansatz. Ob es dazu kommen wird, wird man sehen. Wir sehen jetzt erste Anzeichen dahingehend, dass ja die Verantwortlichen dieser Politik merken, dass der Druck ansteigt, dass der Druck massiv ansteigt und dass es einen sehr lauten Schrei nach Aufarbeitung gibt. Und ich gehe davon aus, dass dieser Schrei nach Aufarbeitung von Seiten der Bürger, die hier so ausgegrenzt und so niedergemacht wurden, noch lauter werden wird. Ich verstehe natürlich die Kritik auch, wer soll die Aufarbeitung machen in den Ausschüssen, sofern es dazu kommen sollte. Denn was mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel der gesundheitspolitische Sprecher der FDP noch vor ein paar Tagen von guten Impfstoffen gesprochen hat. Ja, wir reden hier von Andrew Ullmann ich weiß es nicht, ob er Engländer ist oder sowas. Jedenfalls spricht er immer noch von guten Impfstoffen. Und da habe ich mir auch gedacht, es ist interessant, wo
auf welchem Niveau die Aufarbeitung denn von wo wir ausgehen würden. Weil wenn die Prämisse immer noch die ist, es war ja, wir haben ja unser Bestes getan und die Impfstoffe sind ja immer noch die beste Lösung für das, für die sogenannte pandemische Notlage, ja, dann ist natürlich die Frage, ob jeder dasselbe meint, wenn er von Aufarbeitung redet und ob, wenn die Aufarbeitung dann rollt, ob auch das dann dabei rauskommt, was sich bestimmte Personengruppen auch erhoffen. Und da habe ich so meine Zweifel. Wie gesagt, wenn immer noch davon gesprochen, von guten Impfstoffen gesprochen wird. Ja, absolut. Ich meine, wenn das die Prämisse ist, was Sie gerade angeführt haben, und das scheint in einigen Köpfen tatsächlich die Prämisse zu sein, dann haben wir keine vernünftige Basis für eine Aufarbeitung. Die Basis für eine Aufarbeitung muss ganz anders lauten, nämlich dass hier ein massiver Schaden der Bevölkerung oder weiten Teilen der Bevölkerung zugefügt wurden. Und wir reden hier nicht von Petitessen, von Kleinigkeiten, von, ja, wir reden hier davon, dass Menschen keinen Abschied von ihren sterbenden Angehörigen nehmen konnten, dass Menschen alleine verreckt sind, auf Deutsch gesagt, im Altenheim, in den Krankenhäusern. Also ich kenne die Geschichte von einer Frau, ja, 9 Enkelkinder, alleine gestorben, alleine im Krankenhaus. Und ja, das ist nur die eine Sache. Und dann eben der massive Impfdruck auf die Bürger. Also Menschen, die geradezu genötigt wurden, so muss man es sagen, genötigt wurden, sich einen Impfstoff gegen ihren Willen spritzen zu lassen, weil sie sonst ihre Arbeit verloren hätten, weil sie sozial geächtet wurden, weil sie nicht mehr an ihrem Leben teilnehmen konnten, am gesellschaftlichen Leben. Sie waren Bürger zweiter Klasse, wobei ja auch der Begriff Bürger hier viel zu gut ist. Also das muss die Basis für eine vernünftige Aufarbeitung sein, dass wir der Wahrheit schonungslos ins Gesicht schauen und nicht die Augen verschließen vor ja, dem verbrecherhaften Verhalten meines Erachtens, das hier einige an den Tag gelegt haben. Ich würde da gerne zwei, Sie haben ja auch hier Zitate in dem Buch drinne, das auf diese Webseite aufbaut, ich habe mitgemacht.de, wo ganz viele Leute natürlich die Headlines und Zitate von verschiedensten Personen aus der Öffentlichkeit eingetragen haben, um es eben nicht zu vergessen. Und weil Sie jetzt eben gerade diese Thematik erwähnt haben, hier das wirklich. Es ist schon fast ein Klassiker, würde ich sagen, von Karl Lauterbach. Er sagte nämlich, als das ganze Thema mit der Impfpflicht diskutiert wurde, was übrigens vor circa einem Jahr war, hier hat er gesagt, es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Und das haben schon viele Leute als absoluter Hohn empfunden. Und da würde ich dann gerne noch anknüpfen und die Frage stellen, geht es denn auch oder nur um die Ungerechtigkeit, die Ungeimpfte erlebt haben? Oder ist das nur ein Nein, natürlich Teilbereich? nicht. Nein. Nein, das ist ganz wichtig und danke auch für diese Frage. Wir sprechen sehr viel über die Geimpften, ja, aber natürlich ist es so, dass unter dieser Politik im Grunde genommen alle gelitten haben oder mindestens fast alle. Und also beide Teile der Bevölkerung und natürlich auch Menschen, die sich haben impfen lassen, insbesondere auch die, die aus, ja, aus, ja, weil sie der Politik geglaubt haben, aus gutem Glauben sich haben impfen lassen, weil sie geglaubt haben, das wäre wichtig für die Gesellschaft, weil sie geglaubt haben, es wäre wichtig für ihre Lieben, für sich selbst und so weiter und so fort. Und ja, auch diese Menschen, denen wurde im Grunde genommen übel mitgespielt. Sie haben sich einen Impfstoff spritzen lassen, den man nur ja, sehr wohlwollend als hoch umstritten bezeichnen darf. Und natürlich dann auch die große Gruppe der Menschen, ich habe das schon angesprochen, die eigentlich nicht wollten, aber sich aus verschiedenen Gründen doch eben haben spritzen lassen. Und ich kenne einige Fälle aus dem Umfeld, die ja, also einfach aufgrund des Drucks, der von Seiten der Kollegen kam, ja, sich haben impfen lassen, sich irgendwann gebeugt haben. Und es hatte weitreichende Wirkungen für diese Menschen. Also ich habe auch mit einem Therapeuten gesprochen, der gesagt hat, er hat Patienten, die sich haben impfen lassen gegen ihren Willen und in denen etwas zerbrochen ist. Und er weiß nicht, wie er diesen Menschen helfen kann. Und
Also ja, wir müssen uns einfach das Ausmaß vor Augen halten. Es geht hier nicht darum, wie ja auch gerne dann mal gerade auch von den Tätern unterstellt wird, einfach nicht locker lassen zu wollen, weil man sich nicht abfinden kann. Man könne doch auch mal Ruhe geben und es wäre doch jetzt alles in Ordnung. Nein, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Denn wir müssen davon ausgehen, wenn wir jetzt nicht rangehen und die Verantwortlichen, die so gehandelt haben, die im Grunde genommen die gesamte Republik terrorisiert haben, drangsaliert haben, wenn wir da jetzt nicht rangehen und auf juristischer, politischer Ebene und auch medialer Ebene klare rote Linien ziehen, dann werden wir beim nächsten Mal denselben Mist wieder haben. Und vielleicht wird es dann noch schlimmer sein. Sie waren ja auch bei Bild TV und konnten über dieses Thema eben sprechen, was ich auch sehr begrüßt habe. Und da haben Sie, glaube ich, auch Nikolaus Blome zitiert, ja, also mit diesem Zitat, das eben hier auch auf dem Buch steht. Und da hatte die Moderatorin dann eingehakt und gemeint, ja, das hat er ja irgendwie im Dezember 2020 gesagt, der Kenntnisstand. Nur, dass wir mal ein bisschen kontextualisieren. Und ich höre dieses Wort immer wieder, ja, der Kenntnisstand, ja. Was war denn der Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch oft als eine Art Entschuldigung genommen wird und auch so dargestellt wird. Und da stelle ich mir die Frage und stelle ich Ihnen hier auch gerne, warum war der Kenntnisstand so unterschiedlich bei den verschiedenen Parteien? Und wieso wussten wir, dass da irgendwas nicht stimmt und die anderen nicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage müsste auch in die Aufarbeitung mit einfließen. Wie kann es sein, dass Teile der Bevölkerung, selbst, ich sag mal, Durchschnittsbürger, ja, die normalen durchschnittlichen Bildungsstand haben und so weiter, auf der Straße im Grunde genommen bei ihren Demonstrationen dokumentiert haben, dass sie mehr wussten als die sogenannten Experten und die politisch Verantwortlichen. Wie kann das sein? Und ich Ja, meine, nehmen wir wie mal ist das ganz möglich? konkrete Beispiele, Herr Klöckner. Wir reden jetzt hier über dieses Thema Schulschließungen, ja, die Kinder als Superspreader, wo man eigentlich schon ziemlich verlässliche Daten hatte, dass das nicht der Fall ist. Und dann auch, weil ich vorhin auch meinte, auch Karl Lauterbach hätte von Exzessen gesprochen, wo er dann auch meinte, ja, Masken draußen zu tragen oder Parkbesuche zu verbieten, seien ja also exzessiv gewesen. Und ich habe mir gedacht, ja, das war schon offensichtlich. Ich weiß noch, als Strände gesperrt wurden in Spanien oder auch in Kalifornien und so, ja. Und es war ganz offensichtlich, dass es keinen Sinn macht, wenn man draußen ist, eine Maske zu tragen, zum Beispiel auch. Und jetzt auf einmal ist es, naja, das war exzessiv. Ja, es war schon zu dem Zeitpunkt klar, dass es exzessiv war. Und ich frage mich, was ist da schiefgelaufen? Weil man musste ja kein Experte sein, sage ich Ihnen ganz ehrlich, um das zu verstehen. Ja. Absolut. Und die Frage ist absolut berechtigt. Und diese Frage, wie gesagt, muss in die Aufarbeitung mit einfließen. Denn der Verdacht, den man aussprechen darf, lautet, die Verantwortlichen wussten. Sie wussten, dass es nicht so schlimm war. Und ich behaupte, das lässt sich ableiten, man konnte es auch wissen. Ja, man kann sich ja noch gefallen lassen in den ersten Wochen, wo vieles, sagen wir mal, noch relativ unklar war, auch darüber kann man streiten, aber ja, okay, das lasse ich mir gerade noch so gefallen, aber ab einem bestimmten Punkt muss man einfach sagen, die Zombie-Apokalypse ist ausgeblieben. Sie hat nicht stattgefunden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in keinem Land auf der Welt. Und das war ja auch der Punkt, wo Bürger angefangen haben, ja, auf die Straße zu gehen, wo sie ihre Stimme erhoben haben, wo sie gesagt haben, halt, ja, Pandemiemaßnahmen hin, Gesundheitsschutz her, vulnerable Gruppenschutz, ja, und so weiter, ja, Komma, aber es reicht. Wie weit wollt ihr noch gehen? Wie weit wollt ihr uns noch drangsalieren? Also, ja, wir alle kennen die absurdesten Regelungen, also dass Bürger genötigt wurden beim Aufstehen im Restaurant, wenn sie auf die Toilette gehen oder ja. Ich erinnere mich Also, daran. ja, Und ich war, Herr genau. Klöckner, waren Sie auch einer von den wenigen, der es nicht gemacht hat? Und da musste man, das musste man durchstehen, ja? Das muss, aber es war so unlogisch, dass es mir schwer fiel, die Maske aufzusetzen. Natürlich, wenn mich der Kellner gebeten hat, habe ich es gemacht, selbstverständlich, ja? Also ich habe da jetzt nicht nach Stress gesucht, aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, ja? Also es war nicht Ja. einfach, die Zeit. Genau, ja, und das ist ja mit das Problem. Sie haben ein gutes Wort verwendet, unlogisch. Ich glaube, die allermeisten Bürger haben keine Probleme damit, Regeln zu befolgen, wenn sie sie für sich selbst als logisch, als angebracht, als richtig
empfinden. Aber hier war das einfach ja bei vielen Regeln und Maßnahmen nicht der Fall. Auf dem Parkplatz eine FFP2-Maske zu tragen, ja, was kommt als nächstes? In der Wohnung, im Bett, auf der Toilette? Ich habe schon so viel vergessen, Herr Klöckner. Ich habe schon so viel vergessen. Ja. Danke, dass Sie das wieder in Erinnerung bringen. Ja, ich meine, ja, es ist so, ja. Und wenn man sich das alles so vor Augen hält, und erschreckend war natürlich dann einfach auch, ja, wie weite Teile der Bevölkerung unhinterfragt die Maßnahmen befolgt haben. Das war für mich erschreckend. Also ich gehe jede Wette ein, wenn Karl Lauterbach und Co. gesagt hätten, der Ritt, ich sag mal, auf einem rosa Pony ins Geschäft schützt vor einem Virus, ja, und dann hätten die Bürger sich wahrscheinlich ein rosa Pony besorgt und hätten, ja, wären mit dem rosa Pony ins Geschäft geritten. Also das ist jetzt eine Zuspitzung, aber ich glaube, wir waren nicht weit davon entfernt. Wenn die Medien es glaubhaft porträtiert hätten, wenn bekannte Leute auf einem rosa Pony ins Geschäft geritten wären, ja, dann hätten wir überall nur noch rosa Ponys gesehen. Das hätte ich gerne gesehen. Ich glaube, das wäre ein interessantes soziales Experiment gewesen. Eine Aussage, die Sie getätigt haben, da würde ich noch mal ein Fragezeichen dran setzen, wo Sie meinen, es war nirgendwo auf der Welt so schlimm, wie man vermutet hat. Oder also es war halt nicht so schlimm. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wir können das auch an dieser Stelle erstmal stehen lassen. Ich würde gerne noch bei dem Thema Aufarbeitung ansprechen, wo die Grenzen der Aufarbeitung sind. Ja, wir kennen ja alle das kritische Spektrum. Und ich frage mich manchmal, ob aus Sicht der Kritiker, wenn ich da an Begriffe denke wie Plandemie oder auch die Giftspritze, ja, da frage ich mich, ob wir jemals die Anforderungen erfüllen könnten mit der Aufarbeitung, wenn man an das ganz radikal kritische Spektrum denkt. Ja, und ich will damit, ich denke, Leute können sagen und denken, was sie wollen, da stehe ich auch dazu. Aber ich frage mich, ob das überhaupt ja möglich ist, in diesem Ausmaß sozusagen aufzuarbeiten. Verstehen Sie, was ich meine? Oder ob wir uns quasi mit einem Corona-Ausschuss und wenn denn alles gut läuft, mit einem Lauterbach-Rücktritt auch zufrieden geben können. Vielleicht sogar in einem Gerichtsverfahren, aber ich denke, das ist schon Träumerei. Ja, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung und das macht es wirklich sehr schwer, weil im Grunde genommen unterschiedliche Realitätsvorstellungen aufeinandertreffen. Und spannend ist es natürlich, diese Realitätsvorstellungen in einem, ich sag mal, gesitteten Rahmen aufeinandertreffen zu lassen, wo Experten sich wirklich alles anschauen und es so diskutieren und so aufarbeiten und so durchgehen, dass die Öffentlichkeit es nachvollziehen kann und das Argument auf Gegenargument aufbaut und so weiter und so fort. Ja, dass man sagen kann, diese These zum Beispiel ist Unsinn oder diese These, obwohl sie absolut unsinnig klingt, ist berechtigt und so weiter. Ja, das wäre natürlich hochspannend und auch angebracht, aber realistisch betrachtet, ja, nochmal, wir können das fordern, wir sollen es fordern, aber es wird schwer. Ja, aber dann bietet das ja auch eine große Chance, da vielleicht diese ja wirklich Paralleluniversen, ja, Parallelrealitäten, die jetzt wirklich über die letzten 3 Jahre einfach sich wirklich weit auseinanderentwickelt haben, wieder vielleicht zusammenzubringen. Es ist ja eigentlich auch, es ist ja auch eine Chance. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, das Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Und ich habe mir das Schlagwort aufgeschrieben, Alltagsfaschismus. Sie benutzen auch dieses Wort Faschismus sehr oft in Ihrem Buch und meinen, dass bestimmte Mechanismen so faschistischer Natur gewesen sind. Ja, auch, dass die Gesellschaft sich hat irgendwie so einlullen lassen. Und Sie vergleichen eben die Mechanismen, die damals die Mehrheit der Deutschen zum Faschismus getrieben hat, mit dem, was die Mehrheit in der Corona-Krise mitgetragen hat. Und offenbar bin ich selber so konditioniert, ja, gebe ich ganz offen zu, dass ich mich kaum traue, den Vergleich zu machen. Und das, obwohl ich mir das auch tatsächlich selber gedacht habe. Ich habe mir gedacht, ah, okay, so ist das passiert. Okay, verstehe schon. Aber ich tue mich natürlich sehr schwer mit dem Wort auch Faschismus und finde das Wort auch ein bisschen abschreckend. Was meinen Sie? Ist das auch vielleicht etwas, was Leute dann eher davon abhält, den Thesen in Ihrem Buch auch ja, zu glauben oder ihnen auch eben diesen Raum zu geben, weil eben dieses Wort Alltagsfaschismus oder auch, weil das einfach so schwer wiegt irgendwie. Absolut, absolut. Das ist ein sehr schwerer Begriff, ein sehr hartes Wort. Und wir haben uns ja sehr lange überlegt, ob wir diesen Begriff verwenden. Und ich kann nur sagen, er ist
angebracht. Wir müssen ihn verwenden und wir müssen die Dinge beim Namen benennen. Und gerade dann, wenn wir, und das sehe ich als unsere Aufgabe als Staatsbürger an, Bürger eines Landes sind, das eine so furchtbare, grausame Geschichte hat wie wir, dann müssen wir verstehen, was Faschismus heißt. Wir müssen genau hinblicken, wenn Bedingungen und Antriebe sich bemerkbar machen in unserer Gesellschaft, die die Diffamierung, die Abwertung, die Ausgrenzung von Bürgern und Menschen, wenn die ja sozusagen also sichtbar werden, und dann müssen wir aufschreien und wir müssen sagen, stopp, halt, hier sehen wir eine präfaschistoide Entwicklung, hier sehen wir eine faschistoide Entwicklung, hier sehen wir einen faschistoiden Moment. Und es ist niemandem geholfen, wenn wir einmal zu wenig Faschismus sagen, anstelle von einmal zu viel. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. So wird ein Schuh draus. Und jetzt warum? Ja, warum gebrauchen wir den Begriff im Detail? Erstmal ist wichtig festzuhalten, natürlich heißt zu vergleichen, nicht gleichzusetzen. Ja? 2021 war nicht 1936 oder 1941. Das, was ja unseren jüdischen Mitbürgern damals angetan wurde, ist etwas, ja, natürlich, das für sich steht in seiner ganz eigenen furchtbaren Grausamkeit. Ja, da fällt es schwer, Worte zu finden, selbst heute noch. Aber, und da müssen wir hinschauen, Faschismus wird erstmal verstanden als eine politische Entwicklung. Ja, wir reden von Hitlerfaschismus, von ja, Faschismus à la Mussolini, dieser Faschismus der rechten Bewegung, der in der Sphäre des Politischen sich bewegt. Das ist natürlich richtig, analytisch betrachtet, politikwissenschaftlich betrachtet. Aber was sind die Bedingungen, die das Faschistoide in einer Gesellschaft hervorrufen? Da kommt der Politikwissenschaftler und sagt, ja, äußere Bedingungen, hohe Arbeitslosigkeit, ja, und so weiter und so fort, politische Unzufriedenheit, dann bewegen wir uns wieder auf der politischen Ebene. Aber es gibt noch etwas anderes, nämlich einen autoritären Kern in vielen Menschen. Und dieser autoritäre Kern, der kann sozusagen das Faschistoide im Menschen hervorrufen, in den Bürgern, in der Bevölkerung. Und wenn mehrere Einflüsse zusammenkommen, von oben, von unten, wenn sich das sozusagen, wenn das zusammenfließt, das Faschistoide in seinen unterschiedlichen Ausprägungen, und dann wird es gefährlich. Faschismus ist etwas, was nicht nur in der Sphäre des Politischen verortet werden kann und darf, sondern er muss verortet werden auch im Bürger, im einzelnen Menschen. Und da muss ich sagen, also was wir da beobachtet und gesehen haben, das war schon heftig. Also die Ausgrenzung, die massive Ausgrenzung von Andersdenken, das Denunzieren ja von Mitbürgern, wenn irgendwo einer zu viel in der Wohnung war, ja, da wurden die Behörden oder jemand die Maske nicht getragen hat. Also ich weiß, was Sie da meinen. Also Sie reden jetzt von Maskennazi oder Impfnazi sozusagen. Man hat ja diese Begrifflichkeiten ja durchaus auch verwendet. Da war die besorgte Öffentlichkeit natürlich auch drauf und dran, um eben die Bürger darauf hinzuweisen, dass sie in dem Moment etwas Falsches machen. Mich schreckt dieser Begriff dann doch etwas ab, aber das ist wahrscheinlich auch einfach meine Konditionierung, das gebe ich ganz offen zu. Ich würde gerne zum Schluss noch auf das Thema Medien und Öffentlichkeit kommen. Das wäre ja wahrscheinlich ohne den Medien eben gar nicht möglich gewesen. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, Abwertung, Hetze und Hass sind in dieser Breitflächigkeit nur dann möglich, wenn sie durch führende Persönlichkeiten in der Gesellschaft und nicht zuletzt durch die Medien in den Bereich des Legitimen erhoben werden. Ja, und das heißt natürlich auch irgendwie im Umkehrschluss, dass die Aufarbeitung in der Öffentlichkeit stattfinden muss. Was ich aber auch da herauslese, ist, dass Sprache auch Gewalt sein kann. Und das finde ich interessant, weil das natürlich auch ein Argument von Linken ist, das oft aus der kritischen Blase auch so ein bisschen weggeschoben wird. Ja, Sprache ist keine Gewalt. Aber Sie würden jetzt an dieser Stelle sagen, ja, Sprache ist Gewalt. Natürlich, in Sprache kann eine enorme Gewalt liegen. In Sprache liegt ein enormes Gewaltpotenzial. Wir wissen das alle. Wörter können heilen, sie können gut tun, sie können das Herz öffnen,
Aber Wörter können auch verletzen. Ja, Aussagen, Sätze können ja sogar zerstörerisch wirken. Und diese sprachliche Gewalt, die haben wir in unserem Buch gebündelt. In den Zitaten, da ist diese sprachliche Gewalt, diese enorme sprachliche Gewalt eingefangen. Also ich erinnere nur daran, der FDP-Politiker Rainer Stinner hat gesagt, Ungeimpfte sind gefährliche Sozialschädlinge. Ja, was ist das für eine Sprache? Also ja, da, im Grunde genommen ein Sozialschädling ist kein Mensch mehr. Ja, das ist eine Entmenschlichung. Also diese Entmenschlichung war allgegenwärtig. Ja, auch ja, die Comedian Bussetti, ja, die gesagt hat, ja, den Blinddarm-Vergleich gezogen hat. Ja, also und ja, wenn wir uns all das vor Augen halten, dann müssen wir sagen, es war ein Faschismus bereits in der Sprache, ja, ganz, ganz ausgeprägt. Aber da legen Sie den Begriff natürlich auch etwas weiter aus, also den Faschismusbegriff. Was ich interessant finde, ist die Tatsache, ja, die Aufarbeitung muss in der Öffentlichkeit und auch eben medial stattfinden, also eine Aufarbeitung, Rehabilitierung eben auch der Personen, die vor allem der Experten, die diffamiert wurden oder auch ihren Job im Endeffekt verloren haben. Dann ist natürlich auch die Aufarbeitung im persönlichen Rahmen interessant. Und da frage ich mich, warum man wieder in Richtung Medien oder Politiker schaut, um das zu regeln. Weil das war ja auch ursprünglich das Problem. Und jetzt guckt man aber wieder in diese Richtung, ja, jetzt zeigt uns doch, wie es geht, nach dem Motto, damit wir es auch machen können. Und da sehe ich so ein bisschen, irgendwie eine Diskrepanz. Ich so, ja, aber warum guckt ihr denn zu denselben Leuten, die das ja verursacht haben? Ist doch irgendwie klar, dass man das selber irgendwie regeln muss. Ja, ich würde gerne noch ein Wort sagen zu dem Begriff Faschismus, einfach um das abzuschließen. Es gibt sozusagen keine einheitliche Definition vom Faschismus. Es gibt viele Definitionen. Und das ist auch gut so, weil der Begriff und all das, was dieser Begriff und das, was dahinter steht, beinhaltet, sehr facettenreich ist. Und ja, ich finde es schlimm, wenn sozusagen nur der Bundespräsident in wunderschönen Reden, Sonntagsreden mit wohlgesetzten Worten über das Faschistoide und Faschismus sprechen darf und wir als Bürger unser Verständnis vom Faschismus nicht äußern dürfen, ja, denn dieser Eindruck entsteht manchmal, ja, und das halte ich im Hinblick für unsere Geschichte für völlig falsch, ja. Verstehe. Also das nur. Und jetzt nochmal vielleicht zu der Frage, wir gucken irgendwie in dieselbe Richtung an die Personengruppe, die auch im Endeffekt dieses Schlamassel, und ich weiß, das ist jetzt quasi ein verniedlichter Begriff, ja, die das verursacht hat, um es wieder zu regeln. Ja? Also wir gucken in die Medien, wir gucken zu den Politikern, ja, entschuldigt euch doch mal, wie sollen wir jetzt dieses Ganze, diese Spaltung von mir aus auch auflösen, wie sollen wir das in unseren Familien, in unserem Freundeskreis lösen? Und ich frage mich so, warum guckt ihr zu denselben Leuten, die das verursacht haben? Das erscheint mir irgendwie unlogisch, ja. Absolut, ja, das ist auch so eine Opferhaltung, ja, also dass man als Geschädigter, als Opfer sozusagen zu dem Täter geht und irgendwie von dem Täter jetzt erwartet, dass er Reue zeigt und so weiter, das ist normal, ist ein ja normaler Antrieb, kann man auch verstehen, nur wir sehen ja bei diesen Personen, um die es geht, da ist im Grunde genommen keine Einsicht vorhanden. Ja, stattdessen sehen wir eine Arroganz, eine Überheblichkeit und eine Selbstgefälligkeit, die ihresgleichen sucht. Diese ja, Verdrehung der Realität, die ja noch weitergeht, ja, das ist so, als würde man den Opfern gerade noch mal ins Gesicht spucken. Und es wird. Über wen sprechen Sie da konkret vielleicht noch? Also, weil ja, einige haben ja durchaus eingeräumt, dass es zu Exzessen, Zitat, kam, ja. Also was Lauterbach gesagt hat, ja, seine Äußerungen jetzt, das kann ich nicht ernst nehmen. Ne? Da ist meines Erachtens keine Einsicht da, sondern das ist einfach, Lauterbach und einige andere merken jetzt, dass der Druck ansteigt und dass sie irgendwie versuchen müssen, die Kuh vom Eis zu bekommen. Aber das wird nicht gehen. Und ja, und ich empfinde das als ja, wirklich schlimm,
wenn selbst jetzt noch bei diesem Wissensstand immer noch rumgedruckst wird, immer noch gesagt wird, ja, wir haben Fehler schon gemacht und ja, das fanden wir auch nicht gut, aber wir haben ja trotzdem unser Bestes getan und das war eben der Wissensstand und so weiter. Ich meine, was soll das, den Leuten einfach nur frech ins Gesicht zu lügen? Also irgendwo hört es dann einfach auf, ja? Oder wenn Spahn gesagt hat in seinem Buch, wir werden einander viel verzeihen müssen. Da muss ich sagen, nein, Herr Spahn muss mir gar nichts verzeihen. Und er muss auch nichts den Leuten verzeihen, die auf der Straße waren, für ihre Grundrechte demonstriert haben. Denn die haben ihm nichts getan. Ja, also da, das ist ja schon wieder einfach eine Manipulation. Und ja, das geht so nicht. Also so auf diese Art und Weise kommen wir nicht voran. Ja, Einsicht ist wichtig. Ganz zentral. Und dann gehört aber eben auch dazu, dass die Verantwortlichen selbst erstmal Konsequenzen tragen, ja, und präsentieren. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Herr Spahn sagt, ja, ich habe Fehler gemacht, schlimme Fehler, und ich bitte um Verzeihung. Ja, man entschuldigt sich nicht, man bittet um Verzeihung. Und wenn er das glaubhaft macht und eben untermauert durch eine entsprechende Handlung, zum Beispiel indem er sagt, ich lege mein Bundestagsmandat nieder, das, was ich getan habe, ist bei Licht betrachtet nicht zu vereinbaren mit meiner Aufgabe als Bundestagsabgeordneter, dann kann ich, ja, dann kann ein Bürger sagen, okay, ja, das sieht so aus, als ob der Mann Einsicht zeigt, und da kann man ja auch über Vergebung sprechen oder eben dann nicht. Warten Sie denn persönlich auf eine authentische, ehrliche Entschuldigung und dann mit den, ja, Konsequenzen, also mit Rücktritten zum Beispiel? Ja, das wäre ja wohl das Mindeste. Aber rechnen Sie selber damit? Ich rechne nicht damit, weil ja die Uneinsichtigkeit der Verantwortlichen ja gigantisch ist. Von daher, nein, das erwarte ich nicht. Es wäre angebracht und ja, es wäre schön, aber nein, damit rechne ich nicht. Mhm, interessant. Sie rechnen also tatsächlich nicht damit, dass es zu irgendwelchen, ja, authentischen Konsequenzen kommt. Also, aber mit einem Corona-Ausschuss, wir haben ja zum Beispiel zwei in Brandenburg, da gibt es ja immerhin schon welche. Also das ist ja durchaus möglich. Ja, also ich muss sagen, mir fehlt trotzdem der Glauben. Also das ist sozusagen auf der großen Ebene ja zu dieser Einsicht, ja, und ja, zu dieser Einsicht erstmal kommt, ja, aber ganz wichtig ist eben auch, was passieren wird, hängt sehr stark auch davon ab, wie sich die Bürger verhalten. Jeder Einzelne kann an der Stelle, wo er steht, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, etwas tun, egal wie weitreichend oder geringfügig das ist. Und alle, die erkannt haben, dass hier etwas Schlimmes in unserer Gesellschaft passiert ist, was ja einen Schaden unserer Gesellschaft und Demokratie zugefügt hat, alle, die das erkennen, sind jetzt gefragt. Sie müssen ihre Stimme erheben auf allen Ebenen. Sie müssen laut werden. Man hört schon den Schrei nach Aufklärung, der ist schon laut, das ist sehr gut, aber er darf und muss noch lauter werden. Und ja, die Politik und auch die Medien müssen sehen, dass hier nicht vergessen wird, dass hier nicht einfach zur Tagespolitik übergegangen werden kann und gesagt werden kann, komm, Schwamm drüber, dann ist halt meine Oma allein im Krankenhaus gestorben, dann wurde halt mein Kind in der Schule drangsaliert und so weiter und so fort, sondern dass die Menschen jetzt richtig ihre Stimme erheben, und je lauter sie werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich etwas tut. Was das dann sein wird, wie weit wir kommen mit dieser Forderung in Sachen Aufklärung, wird sich dann zeigen. Aber auf keinen Fall sich entmutigen lassen, auf keinen Fall denken, ach, die da oben, die sind so mächtig sind die auch nicht. Offenbar nicht, ja. Da der Kenntnisstand ja so unterschiedlich war, haben ja manche normalen Bürger schon viel früher verstanden, dass eine Maske auf dem Parkplatz keinen Sinn macht. Aber gut, sei es drum, das lasse ich jetzt mal so stehen. Herr Klöckner, ich würde sagen, dieses Buch ist sehr interessant. Es ist nochmal eine, ja, gute Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Es ist nicht so versöhnlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einem,
ja, ich sag's jetzt einfach mal, einem sogenannten Maskennazi in die Hand drücken würde. Ich glaube, der könnte das auch als Affront werten. Nichtsdestoweniger, glaube ich, kann es doch dazu führen, dass man vielleicht, wenn die Person offen ist, noch darüber nachdenkt, was überhaupt in den letzten 3 Jahren passiert ist. Ich finde es wichtig, also ich finde es gut, dass Sie dieses Buch mit Jens Wernicke geschrieben haben. Und ich danke Ihnen natürlich dafür und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Frau Kosobek.